Hallo meine Lieben, wir haben hier bombastische Karten als Hauptenergie für die Woche. Das Ass der Kelche, die Sonne und der Herrscher. Hier geht es um Herzheilung, Herzöffnung, Erfolg, Glück, wenn du denn die Vergangenheit ziehen lässt und das Portal mit dem Vollmond noch nutzt, hier deine Zukunft mitzugestalten. Hab viel Spaß mit deinem Wochenblick. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier bei mir bei Soul Balance Pro. Ich bin die Sunny und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo auch, wenn du neu bist auf meinem Kanal. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch sehr und wir starten heute mit der Wahrheit in die nächste Woche. Bitte bedenkt, es ist eine Kollektivenergie. Es kann auf euch zutreffen, das große Ganze, einzelne Fragmente, gewisse Sätze, Gefühle, Emotionen oder aber auch manchmal gar nichts. Ihr Lieben, wir starten in die Woche. Vom 20. Mai bis zum 26. Mai. Am 20. ist der Pfingstmontag. Ich wünsche euch wunderschöne Pfingsten. Vielleicht hat der ein oder andere die Chance zu verreisen, Sonne und Kraft zu tanken. Ja, hier wie Phönix aus der Asche aufzusteigen, sich zu verändern, wieder Feuer und Flamme zu werden, hier Gerechtigkeit zu ernten. Wow, eine sehr feurige Woche. Hier, wow, wir gehen durch das Portal, durch die Passage Richtung Wahrheit. Bist du bereit für dieses Abenteuer, nachdem du hier aus der Einsamkeit rauskommen darfst und vergeben hast, hier dich wieder neu aufzustellen? Hier wartet ein Abenteuer auf dich. So, wir schauen noch rein, welches innere Kind-Thema mit den Inner Child Orakelcards ist für dich in der nächsten Woche wichtig. Ihr Lieben, alle Kartendecks sind unten in der Infobox verlinkt. Be present, finde Klarheit im Moment, im Hier und Jetzt. Und it is never truly the end. Beloved, in this everything will be okay. Wenn du in Liebe dir das sagst und erkennst, dass es niemals ein Ende ist, sondern dass dein Weg, seine Fragmente sich hier zusammensetzen und dein steiniger Weg jetzt hier immer, ja, deine Steine, deine Puzzleteile weitergeht, ja, dass du es, dass auch wenn du getrennt bist von gewissen Menschen, Situationen, dass es niemals wirklich das Ende ist, denn du trägst alles im Herzen mit dir. Du gehst weiter. Wow! Was für eine Botschaft, ihr Lieben. Ich bin gespannt, was die Tarotkarten sagen. Und ihr wisst ja, wir legen 7 einzelne Karten für die Wochentage. Spürt mal rein, ob sie für euch so stimmig sind oder aber ob sie als Gesamtenergie der Woche greifen. Ja, alles ist möglich. Schauen wir mal rein, wohin die Reise geht. Hier erwartet dich ein neues Abenteuer. Vielleicht kommen hier nochmal Menschensituationen in dein Feld, von denen du getrennt warst. Dabei gab es hier nie wirklich ein Ende oder du verarbeitest hier ein Ende und findest zu deiner inneren Wahrheit zurück, nachdem du hier ein Portal durchschreitest, für Struktur und Ordnung sorgst. Hoppala! Machtvoll und kraftvoll für dich vorangehst und eine Karte schmeißt sich schon unter den Tisch, nämlich der König der Münzen, ja? Ihr lieben Männer, seid so lieb, bedenkt, ich liege immer aus der Sicht einer Frau, dreht es euch einfach um, aber als König der Münzen geht es hier darum, fürsorglich für sich selber zu sein, stabil in Finanzen, in Fülle, glücklich in der Arbeit zu sein, bei dem, was du tust und deinen Wert zu kennen. So, ihr Lieben, wir starten rein. Legen wir die Mitte der Woche unter das Abenteuer. Unter dem Deck begleitende Gesamtenergie in der Woche. Wow, großes Glück, Sonnenschein, Power, Erfolg, Energie, Klarheit, Wärme,
Selbstbewusstsein, Ausstrahlungskraft, wunderschön, die größte Glückskarte, ihr Lieben, und ein verborgenes Ass der Kelche, ja, Chance und Potenzial auf Herzheilung, auf Herzöffnung, auf eine neue Liebe, hier wieder in den Fluss des Lebens zu kommen, auf glückliche, schöne Momente, die dich erfüllen, die dich begeistern, die dir Freude schenken, hier vielleicht mit dem ein oder anderen Herrscher. Und ich habe es ja eben schon gesagt, schaut mal, wir haben sogar den Magier noch am Unterdeck, auch wenn du hier schon lange, lange wartest, ja, und auch lange an deinem Ziel arbeitest. Wir haben nämlich hier die Nummer 40, die sich auf den Herrscher, auf die 4 runter reduziert hat, den wir schon erwähnt haben, eben übernimm Verantwortung für dein Leben, komm aus der Planungsphase raus, komm in die Aktion jetzt, ja, geh machtvoll und kraftvoll voran, du bist hier autoritär, du hast die ein oder andere Strategie, die du jetzt verfolgen darfst, du übernimmst Verantwortung für dein Leben, du sehnst dich auch nach Sicherheit, ja, oder bist dir jetzt bewusst, dass du auch für Sicherheit in dir selber sorgen darfst, du darfst in die Aktion gehen, aber auch der Herrscher setzt gesunde Grenzen, ja, hier mit dem Ritter der Münzen geht es nämlich darum, in die Aktion zu gehen, für seine Stabilität und Sicherheit zu sorgen, hier langfristig auf etwas zu bauen. Auch wenn es die langsamste Karte ist, kommst du hier aber in kleinen Schritten stattdessen beständig an dein Ziel. Wow, was für Karten, ja? Ihr Lieben, es kann natürlich auch sein, dass ein Herrscher in euer Feld kommt, ja? Kann für einen Cheftrainer Coach stehen, für einen neuen Herzensmenschen, ja? Vielleicht auch für euren Partner, mit dem ihr hier sonnige Zeiten erlebt, der euer Herz erfüllt und glücklich macht, was euch freudlich stimmt sozusagen. Hier geht's um Power, Ausstrahlungskraft. Hier findest du deine Verantwortung für dein Leben zurück. Du holst sie dir zurück und kommst durch das Portal in deine eigene innere Wahrheit. So, wir starten mit dem Montag. Da haben wir den König der Stäbe. Entweder ist es am Montag eben wichtig, hier Spaß zu haben, rauszugehen, ein neues Abenteuer zu starten, lösungsorientiert ranzugehen, seinem Seelenruf zu folgen, seiner Bestimmung, ja, oder du hast hier mit jemand zu tun, der dich mitreißt, der dich motiviert, der dich auch inspiriert, ja. Hier mit dem König der Stäbe geht's drum, wirklich dem Ruf seiner Seele zu folgen und auch hier Dinge und Sachen zu nähern, die dir Wachstum und Fülle versprechen. Kann natürlich auch für einen Menschen, für eine Person im Außen stehen. Vielleicht hast du es hier mit Freunden zu tun, mit einem Partner, mit einem Mensch, der eben hier mit dir ein Abenteuer startet, der hier so eine Spaßkanone auch ist. Mr. Sexy, und er zeigt sich nochmal. Wunderbar. Ihr Lieben, und bevor ich es vergesse, mein Lieblings-Lenormand, das Bright Sky von Fire Media. Ich habe es euch unten rein verlinkt. Ich habe ganz tolle Nachrichten, denn es wurde ein Aktionscode für mich freigeschalten unter dem Aktionscode SoulBalance. Groß geschrieben bekommst du unter firemedia.de oder .com hier 15% Rabatt auf das Kartendeck. Ich habe nichts davon. Ich gebe es euch nur sehr gerne weiter, weil ich dieses Lenormand-Deck wirklich liebe und Fire Media euch auf eurem Weg auch unterstützen möchte. So, also am Montag geht es hier um einen Lamissieux, um einen Herzensmenschen, um einen Mann, um einen Partner, einen Chef vielleicht, ja, der hier vielleicht auf dich zukommt im Bereich der Liebe, wird mir gesagt. Ich schaue nochmal, was bekommen wir noch dazu? Eine Tarotkarte noch als Zusatzbotschaft. Oder es geht hier einfach darum, dass du es am Montag schaffst, dein Zepter deines Lebens in die Hand zu nehmen, voller Selbstbewusstsein, Strahlkraft, Mut und Stärke vorangehst. Ja, hier wird dir etwas gegeben. Mit den 6 der Münzen geht es hier ums Überwinden der energetischen Lernaufgabe des Mangeldenkens. Hier bekommst du etwas, hier kommt Ausgleich und Balance rein. Die Waagschale, ne, wird wieder gleichgestellt. Hier gibt es harmonische Zeiten, harmonische Geschenke vielleicht auch, ne? Auch die Nummer 6 steht ja für die Liebenden im Tarot. Kann schon sein, dass du ein Geschenk am Montag bekommst oder der König der Stäbe ist dein Geschenk für dich. Oder aber du erkennst, du übernimmst Verantwortung in deinem Leben. Es ist Zeit, das Geben und Nehmen auch im Bereich der Liebe mit anderen Menschen im Ausgleich sind, ja, in Harmonie. Wir haben hier wirklich harmonische Zeiten als Grundenergie, wenn du Verantwortung für dein Leben übernimmst. Dann schauen wir mal in den Dienstag.
Ja, da haben wir die Königin der Schwerter. Das kommt mir jetzt als deine Energie rein. Hier geht es darum, dass du gelernt hast, auch rational zu entscheiden, klar zu kommunizieren, auch Hilfe und Unterstützung vielleicht von jemandem mit einer rationalen Meinung anzunehmen. Aber die Königin der Schwerter hat gelernt, bewusste und gesunde Grenzen zu setzen, auch für sich ein- und aufzustehen. Ja, der Königin der Schwerter ist es auch egal, was andere Menschen über sie denken. Du bist hier ganz in deiner Power, in deiner Kraft, hast aber momentan die Gefühle etwas hinten angestellt, vielleicht gerade wichtig, darfst aber, jetzt wird mir gesagt, eben hier wie Phönix aus der Asche aufsteigen und dein Herz öffnen mit dem Ast der Kelche und ins Empfangen kommen. Empfangen des göttlich-weiblichen, hier durch die Passage durchgehen. Ja, ne? Alle Schattenthemen, alles Unterbewusste nach oben bringen. Du hast reflektiert, du nutzt vielleicht auch den ein oder anderen Mondzyklus hier, um aus Illusionen auszusteigen. Du siehst jetzt die ganze Wahrheit, ne? Weil er kam in Reverse. Das heißt, hier durchblickst du Unklarheiten. Du hast hier eine starke Intuition. Höre am Dienstag auf deine Intuition, auch wenn hier die ein oder andere Trennung oder ein Ende besprochen wird, ne? Könnte auch sein, weil er erst in Reverse kam, dass hier ein tyrannischer Mensch auf dich zukommt, jemand, der nur für seinen Spaß vorangegangen ist, wo Geben und Nehmen nicht im Ausgleich war. Du hörst hier auf deine Intuition nach einer Zeit der Transformation und setzt bewusst und gesund Grenzen am Dienstag. Denn du möchtest nur noch das leben, was dich glücklich macht und erfüllt, was dir Kraft, Power und Stärke gibt, ja, und jemand in deinem Feld haben, der Verantwortung für dich, für euch, für euer Beisammensein übernimmt. So, vielleicht war hier wirklich eine Trennung, weil es heißt, es ist ja niemals wirklich das Ende. Vielleicht seid ihr energetisch noch miteinander verbunden, soll ich für einen kleinen Bruchteil noch sagen. Ja, hier haben wir dann den König der Schwerter, Power Couple Paar, auch noch am Mittwoch. Das heißt, hier geht es auch darum, eben, vielleicht hast du mit einem Rechtsanwalt zu tun, mit einem Notar, mit jemand, der emotional unterkühlt ist, oder weil du hier am Dienstag bewusste Grenzen setzt, kommt am Mittwoch jemand, vielleicht der König der Stäbe, in die Energie, hier tyrannisch zu sein, vielleicht emotionslos, unterkühlt, ja, manipulativ in Worten. Der König der Schwerter ist an sich jemand sehr Intelligentes, Kluges, Redegewandtes, aber auf Reverse schwenkt das natürlich ins Gegenteil um. Das heißt, hier gibt es ein Geheimnis. Geheimnisse werden hier offenbart, wo Lug, Betrug, Hinterhältigkeiten, Unaufrichtigkeiten geherrscht haben. Hier kommt mir ganz klar rein, hier wirst du Wahrheiten erkennen, du wirst Informationen bekommen, Klarheit bezogen auf eine Angelegenheit. Vielleicht warst du in einer Beziehung mit diesen Menschen und wurdest hier belogen und betrogen, steigst aber jetzt wie Phönix aus der Asche, setzt gesunde Grenzen, ja, weil vielleicht hier auch schon jemand anders in deinem Feld ist oder aber du nur bereit bist, für das voranzugehen, was dich glücklich macht und erfüllt. So, wir schauen mal in den Donnerstag. Ja, da haben wir den Bube der Münzen. Schritt für Schritt kommst du hier an dein Ziel. Das heißt, das ist eine Energie, das ist die Lehrlingskarte. Ja, du lernst hier vielleicht etwas Neues dazu, hast hier aber auch schon dein Fundament aufgebaut. Sozusagen hier deine Sandburg, bist jetzt dabei, dazu zu lernen, hier gut für dich zu sorgen, bekommst vielleicht auch Kommunikation im Bereich der Arbeit, ja, ein handfestes Angebot, eine Jobzusage, vielleicht hier auch, ne, verborgenes Wissen von einem König der Schwerter. Hier möchte jemand einen Neuanfang im Bereich Beziehungen, Partnerschaften, Verbindungen oder Verträge, ja, hier möchte jemand etwas langfristig mit dir aufbauen, sich verwurzeln. Du darfst dich hier auch gut um deine Gesundheit und um deinen Körper kümmern. Du entscheidest dich hier in Beziehungen und Partnerschaften zu gehen, die dich nur noch erfüllen und glücklich machen und die auf Stabilität aufgebaut sind und dir langfristigen Erfolg und Sicherheit bieten können. Ja? Nach einer schmerzhaften Trennung, nach einer Zeit der Verletzungen sozusagen, möchtest du jetzt deine Ernte hier
einfahren. Von allem anderen gehst du nämlich deinen Weg weiter Richtung Sonne, um durch dein Portal hier anzukommen, durchzuschreiten, nachdem du am Wendepunkt deiner Seele gestanden bist, dich wie Phönix aus der Asche befreit hast, von alten Glaubensmustern gefangen sein in Gedanken und hier jetzt bereit bist, ein neues Abenteuer Richtung Glück, Erfolg zu starten. Denn ihr Lieben, wir haben ja hier auch den Magier, ja, sei im Hier und Jetzt hatten wir und drunter ist sogar noch wähle dich heute, ja, choose yourself today, ganz, ganz wichtig, du hast die Visionskraft, die Schaffenskraft, die Schöpfungskraft, deine Zukunft mitzugestalten, deine Wahrheit mitzugestalten und als große Arkana für das voranzugehen, was dich innerlich zum Leuchten bringt, ja, der Magier hat ja wirklich Willenskraft, visualisiert das, was er in der Zukunft haben möchte, du hast alle Werkzeuge, die du brauchst, um jetzt aktiv werden zu können, schöpfe Inspiration aus dem großen Ganzen, aus dem Universum und versuch zu starten, eben aus der Planungsphase in die Aktion zu gehen, deine Wünsche, Träume und Visionen im Hier und Jetzt Wirklichkeit werden zu lassen. Ja, nutze alle Ressourcen, die du hast, sei mutig, hier in eine neue Welt, in ein neues Portal durchzuschreiten. Ja, so ihr Lieben, wir schauen rein in den Freitag. Am Freitag haben wir nochmal die Energie von den 5 der Kelchen. Hier ploppt vielleicht nochmal eine Situation auf, wo du etwas bedauerst, traurig bist, vielleicht auch enttäuscht. Vielleicht ist es auch eine Energie von außen, ja, die aufgrund deines geraden Weges sozusagen in Trauern und Bedauern gestürzt wird, weil du hier vielleicht den ein oder anderen ablehnst oder das ein oder andere Angebot ablehnst. Wir haben ja sehr viele Personenkarten, ja. Wir klären mal. Mit den 5 der Kelchen geht es um emotionale Herausforderungen. Es geht auch darum, dass du Freiheitsdrang hast. Du möchtest deine Gefühle verändern. Ja, du möchtest transformieren. Du möchtest hier die Herausforderungen transformieren. Du hast ja hier, ne, die Phönixkarte und erkennst, jetzt ist Zeit, hier in Frieden mit der Vergangenheit zu kommen und auch all das, was zerbrochen ist, zu akzeptieren. Hier geht es um jemand, der vielleicht wieder was gut machen möchte, um die ein oder andere Einladung, ja, um Tiefgang, um einen einflussreichen Menschen. Aber hier kann es auch sein, dass du nach einer Zeit der Einsamkeit, der emotionalen Herausforderung vielleicht auf ein Date eingeladen wirst. Vielleicht hast du auch Geburtstag. Hier geht es darum, Freunde zu treffen, Kontakte zu knüpfen, wieder sich dem Fluss des Lebens hinzugeben, sich für die Gefühle zu öffnen, ja. Hier mit den Blumen wartet Glück und Freude auf dich. Kauf dir vielleicht auch mal ein Blumensträußchen, denn Blumen vertreiben negative Energie. So, wir schauen in den Samstag. Yes, am Samstag bist du mit den 3 der Stäben auf dem Weg in deiner Entwicklungsreise Richtung neues Ufer zu schippern. Ja, du möchtest hier Richtung Sonne voran. Schaut mal, wir haben hier das Licht, da das Licht. Ne? Phönix aus der Asche folgt dem Licht. Geh deinen Weg beständig. Weiter hier mit den 3 der Stäben bist du dabei, in eine neue Erfahrung zu schippern, auch aus dem Single-Dasein auszusteigen, denn du möchtest hier rein in die Beständigkeit, in den Erfolg, in deinen Neuanfang, dich neu verwurzeln, neue Stabilität finden mit den 3 der Stäben. Ja, darfst du auch aussteigen aus der Erwartungshaltung und darfst aktiv werden, hier dein Ziel mit den 4 der Stäben zu erreichen, nämlich hohe Zeiten, schöne Momente, Glück zur Freude und zum Feiern. Nach einer Zeit von Streit, Unruhe und Herausforderungen. So, ihr Lieben, wir schauen in den Sonntag. Da haben wir die 2 der Kelche. Hier geht es wirklich, wie ich es schon gesagt habe, auch hier um Verbindungen, Verträge, Partnerschaften auf Augenhöhe, wo es ein Miteinander, ein Füreinander gibt, wo Menschen sich die Hände reichen, ja, wo es wirklich um die wahre Liebe geht, hier seinen Seelenpartner zu finden oder gefunden zu haben. Vielleicht kommen hier auch neue Menschen auf dich zu, mit denen hier harmonische Zeiten, Erfüllung in Gefühlen anbrechen kann. Wenn man nämlich beidseits geheilt ist und sich auf gleiche Energie, auf Augenhöhe die Hände reicht und erkannt und gelernt hat, dass es wichtig ist, hier nach einer reifen, weisen Entscheidung quasi für sich selbst in Energie der Eigenliebe zu sein. Ja,
Okay, es kann natürlich auch sein, dass es hier darum geht, dass jemand anders das hier geprüft werden darf. Ne? Welchen Weg schlägst du ein nach Zeiten von Verstrickungen, von dem ein oder anderen Umweg, vielleicht mit einer Schwester, einer Tochter, einer Arbeitskollegin, einer Mutter, einer Freundin, einer dritten Person? Ja, vielleicht hilft dir hier die ein oder andere Person, einen entscheidenden Weg einzuschlagen, weil du Richtung 2 der Kelche voran möchtest. Du darfst hier prüfen. Möchtest du mit dieser Person, die hier gegebenenfalls auf dich zukommt, noch eine Runde starten im Bereich Beziehung, Partnerschaften oder Verträge oder schlägst du hier einen neuen Weg ein nach Zeiten, wo etwas an dir, an euch genagt hat, wo etwas deine Stabilität weggefuttert hat? Ich frage nochmal zu den 2 der Kelchen. Bekomme ich hier bitte eine Zusatzbotschaft, weil sie kam ursprünglich in Reverse. Das Haus heißt, hier kann sein, dass jemand von außen auf dich zukommt, der dir gern die Hand reichen möchte, du aber eben mit dieser Person Verstrickungen hattest und jetzt erkennst du nämlich, wie ich es schon gesagt habe, vielen Dank, genau von welcher unruhigen Vergangenheit du weiterziehen darfst, nämlich rein in deine Eigenliebe, Selbstliebe. Im Endeffekt sagen diese 2 Karten genau das, was ich hier schon gesagt habe. Ja, mit den 6 der Schwertern geht es darum, aus der unruhigen Vergangenheit rein in die ruhigere Zukunft zu schippern, aus rationaler Entscheidungskraft sozusagen sich hier auf die Reise zu machen, an ein neues Ufer, ja, auch umzuziehen, eine Reise zu starten, etwas zu wandeln. Du bist hier mit den 9 der Kelchen in deiner Eigenliebe angekommen. Wunscherfüllung wäre für dich die 2 der Kelche auf Augenhöhe, Partnerschaften, Bündnisse. Ja, nach einer Zeit eines langen Umweges hast du hier den richtigen Weg eingeschlagen. Du wirst den richtigen Weg einschlagen nach einer langen Zeit, ihr Lieben. Ja, deines natürlichen Wachstumsprozesses mit den 7 der Münzen wirst du hier an das richtige Ufer schippern. Wow. Hier geht es um ein neues Abenteuer, was sich für den einen oder anderen zeigen möchte. Wichtig ist, bleibe in deiner Eigenliebe, dann kannst du auch darauf vertrauen, dass du immer deinen persönlichen Erfolg erreichen wirst, wenn du nämlich für dein eigenes Glück, für deine eigene Strahlkraft hier vorangehst, dann wirst du eine glückliche Reise starten. Du hast aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und bist jetzt ready, hier nach den Sternen zu greifen, dein Herz aufzumachen für neue Menschen und Verbindungen, die in dein Feld kommen möchten. Ja, setze gesunde Grenzen in dieser Woche, gehe ganz klar in die Kommunikation. Und auch diese Karte, ihr Lieben, hatten wir schon. Lass die Liebe in dein Leben, ja? Erlaube dir, dein Herz zu öffnen. Erlaube dir hier voller Glück, Euphorie, Freude, wieder etwas ins Fließen zu bringen, ja? Mach dein Herz auf, steige aus den Verletzungen der Vergangenheit aus, entscheide dich hier, auch wenn jemand in kleinen Schritten auf dich zukommt, was dir Stabilität bietet, ja? Wo du vielleicht nochmal eine Ehrenrunde fährst oder aber wo du neue Menschen in dein Feld lässt. Ihr Lieben, ne? Das Ast der Kelche steht auch für die Herzheilung, habe ich schon gesagt. Hier geht es um die Herzöffnung auch. Nutze die Kraft deiner Liebe, um Frieden mit der Vergangenheit zu schließen. Ihr seht, ja, die Karten sprechen immer wieder das Gleiche. Ihr steht hier kurz vor dem Portal. Hier, wenn ihr denn euch in Vergebung der Vergangenheit übt, wähle weise, wähle dich, sei im Hier und Jetzt. Du hast jetzt, wir haben nämlich auch, ne, am 23. Jahr den Vollmond. Nutze dein Portal jetzt hier noch mitzuschaffen, mitzukreieren, deine neue Ausrichtung quasi zu folgen, dir selber treu zu bleiben und hier auf dein großes Glück zu vertrauen, was hier in dein Feld kommen möchte. So, ihr Lieben, in diesem Sinne möchte ich noch eine Göttinnenkarte für euch und dann schließen wir den Wochenblick. Seid gespannt, welches Abenteuer auf dich zukommt. Hier wird das ein oder andere Geheimnis offenbart. Du wirst dich vielleicht auch weiterbilden, wirst vielleicht sogar die ein oder andere Weiterbildung hier von einem Chef bekommen, wirst dazu lernen, hast dazu gelernt. Hier darfst du die Mondphase nutzen. 20., 21., 22., 23., yes, am 23. nämlich hier in kleinen Schritten, ne, voranzugehen für Beziehungen, Partnerschaften, deine innere Flamme zu entzünden und go with the flow, fasst diese Karte zusammen. Letting go, cleansing and receiving. Lass das Alte gehen, reinige dich und komme dann ins Empfangen. Wir haben hier die 25, die den
Wagen im Tarot gibt, ne? Willensstärke, Fokus, Kraft, Schatten- und Sonnenanteile in Einklang gebracht. Hier, ihr Lieben, haben wir wirklich in dieser Woche Chancenpotenzial, erfolgreich zu sein, wenn ihr denn Verantwortung für euer Sein übernimmt und bereit seid, euer Herz neuen Menschen und Projekten gegenüber zu öffnen. Wow, was für eine Woche. Ich bin gespannt. Lasst es mir gerne in den Kommentaren wissen, welche neuen Menschen in euer Feld gekommen sind, auf welche Einladungen ihr angesprungen seid, eingegangen seid, was euch hier auf einer Reise passiert, ja, und welche Verbindungen und Verträge euer Herz öffnen, heilen und seid bereit, durch dieses Portal Richtung eurer Wahrheit durchzugehen. In diesem Sinne, eine traumhaft schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Drückt euch ganz doll, eure Sunny. Ciao, ciao.